Im Englischen nennen sie dieses Land United States of America. Amerika! Siehst du dort? Hinter den Bergen. Dass du mir ja auf deine Gesundheit achtest. Natürlich. Willst du dich nicht von deinem Bruder verabschieden? Unser kleines Geheimnis, okay? Auf Wiedersehen! Amerika. Worauf wartet ihr? Macht ihn auf! Sieht aus wie ein Schwein aus Amerika. Und dann wird's weggesaugt? Genau so. Und Odell, benutzt du was? Nicht er. Nur die weißen Menschen, nicht mein Odell. Glaub doch keine Sau, dass das der Bruder von Odell ist. Er ist in Amerika und fährt einen dicken Schlitten. Ich werde auch so ein Auto fahren. Ihr werdet überrascht sein zu hören, dass in Amerika auch gerungen wird. Hier macht es jeder, aber vor allem auch Frauen. Amerika ist wirklich das Land, in dem alles möglich ist. Mein Bruder. Lebt in Amerika? Warst du schon mal dort? Noch nicht, aber ich will's mal. Erzähl mir mehr von Amerika. Und dann gibt es da so einen Tag, wo man immer einen ganz bestimmten Vogel isst. Was ist an dem Vogel denn so besonders? Überhaupt nichts im Vergleich zu unserem V. Ich werde fortgehen. Dein Amerika, du hast dich völlig verändert. Was soll ich denn tun? Amerika, du kannst mich mal. Und dann schicke ich dir von überall Fotos. Von Hollywood, dem Weißen Haus, dem Berg mit den vier Köpfen. Es wird so sein, als wärst du immer dabei, Radhika. Es ist so... Wie kommt man von hier nach New York? Bevorzugt ihr Pan Am? Oder eine andere Linie? Wer den Herrn Zwischenstopp in London genehm?